Hallo, das ist die nächste Ausgabe von Neues aus dem Rathaus und heute mit Informationen über die Beschlüsse der letzten Gemeindevertretersitzung in 2020. Und die ganz zentrale Frage in diesem Jahr war natürlich, was bedeutet die Corona-Pandemie für die Finanzen und welche grundlegenden Entscheidungen werden hier getroffen? Und die wichtigste Botschaft für Sie als Bürgerinnen und Bürger, als Steuerzahler unserer Gemeinde, ist die, es gibt keine Steuererhöhung, um die dramatischen Verluste, die durch die Corona-Pandemie auch auf die Gemeinde Nienhausen zukommen, auszugleichen. Das ist eine gute und eine wichtige Nachricht, weil ich glaube, dass man die Menschen, die in dieser Pandemie auch finanziell an vielen Stellen noch sehr belastet werden, nicht unnötig durch die Gemeinde hier mit zusätzlichen Steuern belasten sollte. Ausgleichen können wir die Verluste durch Corona insgesamt über 3 Millionen Euro, aber auch nur, weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Wir haben 2,3 Millionen Euro noch als Rücklagen, die wir jetzt zur Krisenbekämpfung auch einsetzen werden, sodass wir uns an der Stelle nicht in neue Defizite begeben müssen und gleichzeitig auch keine Steuern erhöhen müssen. Es zeigt sich also, wer in guten Jahren da auch etwas für schlechte Zeiten zurücklegt, der kann in schlechten Zeiten dann auch zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger reagieren. Und das tut die Gemeinde Nienhausen mit diesem Haushalt. Was mich aber auch sehr freut, das ist, dass wir im laufenden Jahr, in 2020, aller Voraussicht nach noch einmal einen deutlichen Überschuss erwirtschaften können. Das liegt unter anderem an sehr großzügigen Corona-Hilfen von Bund und Land, aber auch an hervorragender Arbeit, die hier in der Gemeindeverwaltung geleistet worden ist. Und diesen Überschuss, den brauchen wir auch, denn der war ohnehin eingeplant, um sehr große anstehende Sanierungsarbeiten in unserem Waldschwimmbad zur Sicherung des Badebetriebs in den kommenden Jahren zu finanzieren. Deswegen bin ich sehr froh, dass es auch in Corona-Zeiten gelungen ist, in 2020 aller Voraussicht nach einen erneuten Überschuss zu erwirtschaften. Am Ende bedeutet Haushalt der Gemeinde Nienhausen dieses Buch hier, 366 Seiten. Und da fragt man sich natürlich, was steht da alles an konkreten Vorhaben für 2021 drin? Kann ich natürlich nicht alle aufführen, aber ein paar Punkte möchte ich kurz herausgreifen. Ganz besonders schön und erfreulich finde ich, dass die Gemeindepolitik sich einstimmig darauf verständigt hat und darüber abgestimmt hat, dass die Vereinsförderung in Nienhausen noch einmal novelliert und verbessert werden soll. Entsprechende Mittel stehen bereit und die entsprechende Richtlinie, die entsprechende Satzung wurde jetzt auch verabschiedet. 24% mehr Mittel stehen im nächsten Jahr für die Instandhaltung von Straßen und Brücken in der Gemeinde zur Verfügung. Und wir haben bei der Kinderbetreuung noch einmal erhebliche Mittelsteigerungen eingeplant. Mittlerweile 7,1 Millionen Euro im Jahr gehen in die Betreuung der Kleinsten und in die Zukunft unserer Kleinsten in Nienhausen. Das Bürgerhaus in Engenhahn wird im kommenden Jahr für 1,2 Millionen Euro saniert. In Königshofen soll das Dach der Trauerhalle erneuert werden. Die Sanierung des Lenzhahner Weges wird angegangen. Entsprechende Planungsmittel für die Ingenieurleistungen stehen im kommenden Haushalt zur Verfügung. Außerdem wird im Autal einer der Gehwege durchgängig beleuchtet, was, glaube ich, ein viel gehegter Wunsch von vielen Menschen bei uns in Nienhausen immer war. Die Feuerwehr in Niederseebach bekommt ein neues Löschfahrzeug, was ein wichtiges Signal auch für den Brandschutz und die fortlaufende Erneuerung des Fuhrparks unserer Feuerwehren ist. In Oberjosbach wird die neue Krippengruppe baulich vorbereitet und kann dann Ende des Jahres, Anfang kommenden Jahres an den Start gehen. Und in Oberseelbach steht die Sanierung des historischen Backes und die Fassadenerneuerung, der zweite Abschnitt der Fassadenerneuerung im Dorfgemeinschaftshaus an. Und das war es auch schon mit dieser Ausgabe von Neues aus dem Rathaus, die gleichzeitig auch die letzte in diesem Kalenderjahr gewesen ist. Die gemeindlichen Gremien sind nun zunächst in der Weihnachtspause, so dass wir das Format bis Anfang 2021 dann auch kurz unterbrechen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie mit dabei waren und hoffe, dass wir am Ende von 2020 mit viel, viel Optimismus in das kommende Jahr gehen können. 2020 war sicherlich ein Jahr, das sich vorher niemand auf dieser Welt so vorgestellt hat. Und ich glaube, in 2021 ist der Moment, wo wir zwar noch
lange kämpfen werden mit Corona, aber auch die Situation haben, dass wir wieder voll durchstarten können. Ich wünsche Ihnen noch eine friedliche, eine schöne und vor allen Dingen gesunde Adventszeit. Ein, wenn auch in eingeschränktem Maße vielleicht nur stattfindendes, tolles, besinnliches, wunderschönes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten und gesunden Start ins nächste Jahr. Tschüss.